Ein schönes Feuer im Ofen, einen guten Hefeteig, pikant gewürzte Tomatensoße und jede Menge Belag. Mehr braucht man doch nicht für eine italienische Pizza. Klingt einfach, ist es aber ganz und gar nicht. Wir haben es ausprobiert und wollen hier berichten von dem holprigen Weg zur perfekten Pizza aus dem Holzbackofen. Angefangen hat das Ganze natürlich in Italien, wo wir unversehens Besitzer dieses Ofens wurden. Zu Hause in der Wetterau ging die Arbeit aber erst wirklich los. Bauplatz vorbereiten, Sockel mauern, die schwere Brennkammer darauf heben und mit feuerfestem Mörtel abdichten. Auch den Schornstein nicht vergessen. Zu guter Letzt hat der Bauherr Bernd den Ofen mit Lehm isoliert und ein Dach darüber gebaut. Soweit so gut, aber was kommt hinein? Das habe ich mir von Leo zeigen lassen. Er macht jeden Sonntag um die 100 Pizzen für seine Hotelgäste. Grundlage ein guter, selbstgemachter Hefeteig mit italienischem Mehl. So, jetzt machen wir so schöne Bällchen. Abzopfen und dann machst du so. Von außen nach innen? Genau, außen nach innen. Schön. Und wichtig ist, dass wir sie zudecken. Ich tue jetzt kein Tuch drauf, weil das ist perfekt. Da geht genau drauf. Und die müssen jetzt nicht in der Wärme gehen. Weil du sagst, im Kühlhaus. Eigentlich schon. Aber weil wir ja erst um eins anfangen wollen, oder wir lassen eins draußen, ja, und da schauen wir den Unterschied. Oh ja, das wäre. Ein draußen und einer tun wir reinstellen. Im Kühlhaus. Nach Leos Anweisungen steht zu Hause alles bereit: Olivenöl, Schmalz, Hefe und zwei Sorten Mehl. Also, das ist jetzt dieses Hartweizenmehl. Das ist dasselbe Zeug, aus dem auch die Pasta, die italienische, gemacht wird. Das ist viel gröber und ganz gelb. Und das hier ist Type 00. Das ist super fein, ganz doll ausgemahlen. Und die beiden Sorten, die kombiniere ich jetzt. Je 500 Gramm von dem gelben und dem weißen Mehl kommen in die Küchenmaschine. Das ergibt 16 mittlere Pizzen. Dazu Hefe, mit warmem Wasser und Zucker angerührt. Mit einem Schwung auf das Mehl schütten und 10 Minuten warten, dann sieht man schon die ersten Blasen. In der Zwischenzeit schmelze ich das Schweineschmalz. Das gebe ich zu dem Mehl, auch Salz und Olivenöl. Sieht man schon, wie sich das verändert, der Teig. Und zum Schluss so viel lauwarmes Wasser, wie der Teig aufnehmen kann. So soll er sein. Ein weicher, formfester Teig und glatt vom Schüsselrand gelöst. Das ist jetzt. Und jetzt noch 8 bis 10 Minuten kräftig durchkühlen. Das ist was Schönes am Teig machen. Wenn man dann so einen schönen, glatten, warmen, weichen, molligen Teig hat. Gut bemehlt und zugedeckt geht er ca. 2 Stunden. Und jetzt sieht man mal, so ist er geworden. So riesig. Jetzt müssen die Bällchen geformt werden. Dann hat man, hat man schon seinen Schaff mit. Das ist was anderes, als wenn man eine Pizza macht aus der Tiefkühltruhe. Es gibt übrigens die doppelte Menge Teig, denn wir erwarten gute Esser. 2 Stunden bevor sie kommen, ist es Zeit, den Backofen anzuheizen. Bernd hat genau zugeguckt, wie Leo das macht. Und man wird das sehen. Zunächst erstmal wird das Innen drin ganz schwarz vom Ruß. Und dann, wenn es heiß genug ist, verbrennt der Ruß und das ist dann komplett weiß. Und wenn es komplett weiß ist, dann ist die Temperatur richtig. Leo hat einen viel größeren Ofen und ein großes Feuer. Oh. Und das ist jetzt alles schön weiß geworden. Oh ja, es ist wirklich rund. Ja. Rundherum. Also jetzt was mal warten. Jetzt muss man warten. Jetzt muss man mal eine Stunde lang ausruhen. Wie du merkst, hier ist sehr heiß hier. Bald ist es soweit. Leo schiebt die Glut zur Seite und holt den Teig. Hier, das ist das, was wir im Kühlhaus nach 1,5 Stunden reingelegt haben. Siehst du? Der ist so schön. Die sind fester und die kann man besser kneten. Die sind etwas weicher, ja, und die zerfallen. Also das heißt, ja. Jetzt noch den Ofen gründlich schrubben mit einer Metallbürste. Ja, jetzt haben wir schön sauber gemacht. Frische Tomaten und frische Mozzarella und frischen Basilikum. Die klassische Pizza. Mhm. Sonst haben wir Artischocken, scharfe Salami,
Dann haben wir zwei verschiedene Mozzarella. Da soll man den Unterschied sehen zwischen einem und dem anderen. Warum die Pizzabäcker alle das benutzen? Weil der Mozzarella darf nicht so flüssig sein, weil der hier enthält sehr viel Wasser. Ja. Wenn man den so drauf drückt, man sieht, dass er sehr weich ist. Mhm. So, und jetzt gehe ich von der Mitte nach außen, siehst du? Also das wird nur mit der Hand gemacht? Nur mit der Hand, ja. Siehst du, das kann man schön ausbreiten, ganz normal ausbreiten. So, das ist jetzt der normale. Das ist der etwas festere Teig. Mal so, händisch. Ja. Und das ist der, was wir draußen gelassen haben. Auch händisch. Der geht etwas schneller zum Ausbreiten, weil er seine normale Temperatur hat. Mhm. Merkst du hier? Ja, der ist viel, viel empfindlicher. Ja, ja, absolut. Der ist ganz weich. Absolut. Ja, 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 genau. Die Tomatensauce ist schon gewürzt. Dann von der Mitte aus schön langsam ausbreiten. Ja, aber nicht zu viel am Rande. Auch in Münzenberg lodert jetzt ein ordentliches Feuer. Viele Zutaten für den Belag stehen bereit und die Gäste sind da. Sie sollen ihre Pizza selbst machen, deshalb gibt es noch ein paar Erklärungen. Das sind die einzelnen Hefeteigklöße, die ich schon gemacht habe. Da nimmt sich jeder ein. Immer wichtig, ganz viel Mehl zu nehmen, damit sie nicht kleben. Und dann macht man das ohne Teigrolle, sondern nur mit den Händen macht man die so zerdrücken nach außen. Ja. So. Ja. Wer will anfangen? Basti. Basti fängt an. Ja. Gut. Sebastian ist neugierig, kocht gerne und hat vor allem Hunger. Man könnte auch einen Welkerholz zum Ausrollen nehmen, das wäre aber nicht so italienisch. Wichtig ist, die Tomatensauce nur dünn zu verstreichen, sonst ist die Pizza zu feucht und geht kaputt. Dann folgt schon der Käse. Der Belag sollte nicht zu üppig sein, wegen der Stabilität. Ja, ihr könnt auch zwei, ihr kriegt auch zwei. Uns fehlt noch der richtige Pizzaschieber. Und so ist das in den Ofen buxieren der schwierigste Schritt. Das ist wirklich die Kunst. Das Wichtigste, viel Mehl beim Ausrollen benutzen. Ja, weil du dann nicht weißt, ob es auch wirklich nicht, weil wir nur ein Brett haben. So, jetzt ist es schon hier auf jeden Fall gut. So, und jetzt können wir... Ja. Oh, das ist ja lecker. Oh, die Bonnie. Bonnie, das ist auch ganz toll, was hier ist. So. Näher dran. Jetzt musst du mit Gefühl einfach so, zack. Leo hat einen Schieber, aber auch eine riesige Pizza. Nochmal, nochmal. Ja. Und jetzt im Ofen rein. Ganz langsam. Geh bis hinten hin und dann lässt ihn fallen. Ich nehme das hier hinten. Ja, super. Wir haben jetzt Zeit. Ja, super. Perfetto. Da der Ofen um die 400 Grad hat, muss die Pizza schnell gedreht werden, sonst verbrennt sie auf der einen Seite. Und nach circa 1,5 Minuten... Ja. So, die erste Pizza ist fertig. Wahnsinn. Darf ich? Genau. So sieht eine schöne, leichte, junge Margherita aus. Das Basilikum kommt nach dem Backen darauf. Und jetzt der Vergleich. Mit frischem Mozzarella vorne und getrocknetem hinten. Wenn du jetzt siehst und jetzt das geschnitten nimmst, siehst du total hier, siehst du, wie das entfällt? Ja. Wenn du das hier nimmst, das wird nicht. Das ist der Unterschied, warum man den gepressten nimmt und den normalen. Ja. Schmeckt sicherlich besser, der hier, auf jeden Fall. Ja? Wir versuchen es aber sicherheitshalber erstmal mit dem gepressten Käse. Eine Profi-Ofenbürste haben wir schon zum Putzen. Jetzt kommt für alle der spannende Moment. Ja, das ist zum Üben. Wie das schon mal funktioniert hat. So, und. So, oh. Das war, naja. Was verbrennt, ist das Mehl. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ein schönes Bild. Guck mal, wie die hier schon. Guck mal, wie Blasen die aufgeht. Wirft. Das ist ja Wahnsinn. Die erste ist fertig. Oh. Boah, warte mal, halt guck mal, die sieht doch geil aus, ne? Während die erste Pizza geschnitten wird und alle mal testen dürfen, schiebt Basti seine in den Ofen. Basti, Moment. Wie machen wir das jetzt am besten? So, einfach. So, und dann so ein rein Schnick. Und rechts. Pumps. Da, wo. Etwa. Einfach da so. So, und mit Schmackes rein. Gut. Yay. Perfekt. Yay. Wie lange dauert das jetzt? Das siehst du. 1,5 Minuten.
Und wenn sie dann härter ist, dann geht es auch einfacher. Die erste Pizza ist jedenfalls gelungen. Nina, was sagst du? Ich würde sagen, fertig. Mmh. Oh, super. Schnick da runter und auf den Teller. Oh, hier. Wo steht der da? Liefert ihr auch? Oh, hier. Basti. Darauf kann man doch stolz sein. Ja? Das ist aber los. Jetzt müsst ihr den noch hochschmeißen, bitteschön. Jetzt sind Beate und Mats dran. Nur ein bisschen. So, so. Ja, und dann so, genau. Ein bisschen singen dabei noch. Oh, Sole mio. Jeder macht's auf seine Art. Aber die hat, wieso machst du die so groß? Wieso schaffst du das? Das kriegst du auch hin, wenn du übst. Beim Belag sind keine Grenzen gesetzt. Das ist mit Fenchelsamen gewürztes Schweinefleisch nach Jamie Oliver. Gibst du mir ein Stückchen ab? Ja, sicher. So eine selbstgemachte Pizza aus dem Holzbackofen ist einfach unübertrefflich. Und? Der Hammer. Mmh. Sehr üppig belegt ist dieses Teil. Ob es heil in den Ofen kommt? Das wird hervorragend. Pizza à la Mats. Und nun schön drehen. Aber ein Teil schmeißt er nicht, wie du das machst. Wahnsinn! Super! Der zweite Bernd hat seine Pizza auch vollgeladen mit einem Haufen scharfer Peperoni. So eine echte Pizza lässt sich nur direkt auf dem Stein machen. In einer Form wäre es einfacher, aber nie so gut. Gut, so, dann wünsche ich dir einen guten Appetit. Wenn du dann anfängst zu weinen wegen der Schärfe. Schön dünn ist er ja. Aber nicht alle Pizzen gelingen so gut. Katrin hat wohl nicht genug Mehl genommen. Das Ding rutscht einfach nicht vom Schieber. Ja, was hast du denn ich habe den Teig zu dünn gemacht. Ja, mag gern, sowas? Ich mag gern dünnen Teig. Und jetzt geht's nicht mehr runter, jetzt oder? Jetzt geht's nicht mehr runter. Jetzt weiß ich auch, warum die alle dicken Teig machen, weil es nämlich viel einfacher ist. Das ganze, die ganze Flüssigkeit ist da auf den Schieber. Fertig. So, Schluss auf. Das ist keine Pizza, das ist eine Krankheit. Hier, das dauert. Okay, bei Basti hat bereits Erfahrung und hilft seiner Mutter. Was ist über die nächste Pizza wird perfekt. Genau. Wir holen das jetzt teilweise raus. Kommt jetzt in Einzelteilen. Sieht jetzt eher aus wie so. Wie so Auflauf. Auflauf, ja, genau. Das ist eine Lasagne eigentlich. Wollte ich nur sagen. So, Alex. Es ist erstaunlich, wie viele Pizzen bei so einer Selbstbackparty verdrückt werden. Es waren 29 für 9 Personen, wobei eine Feuerbestattung dabei war. Bonnie hat keine bekommen. Und zum Schluss kommt noch eine hessische Variante mit Apfelmus. Ich habe sowas schon mal gegessen. In einem schönen Lokal im Taunus und es hat sehr gut geschmeckt. Und auf das Apfelmus legt Bernd gewürfelten Handkäse und Blutwurst. Zwiebeln passen auch und Rucola nimmt er wegen der Farbe. Sieht ja auch toll aus. Der Handkäse bringt jedenfalls schöne Blasen. Und wie schmeckt's? Sehr hessisch. Der ist aber nicht so bisschen, aber guck mal, der ist richtig zerschmolzen. Schmeckt richtig, richtig gut. Der Rest der Gesellschaft ist allerdings skeptisch und sowieso pappsatt und zufrieden. Täglich um 19:30 Uhr. Mittendrin zu Hause, die Hessenschau.